Schönen guten Tag zusammen, willkommen zurück zu Oxygen Not Included, voll in Action sozusagen. Wir haben eine Menge Probleme, das muss ich mal so sagen. Von den Werten her sieht es zwar ganz in Ordnung aus, aber wir haben viel auf dem Zettel, wirklich massig auf dem Zettel. Vielleicht mal kurz zur Information, was ich so bis jetzt gemacht habe. Wassertanks kennt ihr ja, glaube ich. Filtern tue ich das direkt hier rauf, wobei das hat sich ja schon erledigt. Hier hatten wir eine Menge von dem Wasser, von dem Schmutzwasser. Das habe ich jetzt alles schon abgezogen, habe das hier durchgejagt und habe dann letztendlich hier das Wasser, das gefilterte Wasser hier rausgezogen. Und ich sehe hier momentan auch keine Keime oder sowas. Ich meine, gut, man könnte natürlich, also hier ist auch nichts mit Keimen zu sehen. Hier ist natürlich alles voll, ne? Also müssen wir mal gucken. Ich habe wirklich viel auf dem Zettel. Algen ist ein Problem. Wir haben keine direkten Algen mehr. Dafür haben wir Schleim. Schleim können wir hier dann wiederum über die Algendistille rausziehen. Aber das muss natürlich auch erstmal gemacht werden. Deswegen versuche ich mir hier jetzt erstmal wieder Algen zu holen. Hier hast du natürlich wieder Wasserstoff. Hier hast du wieder Chlorgas. Hast du hier. Das musst du wegmachen. Dann brauchen wir Schlafplätze. In der Zwischenzeit sind auch wieder ein oder zwei Duplikanten gestorben aus verschiedenen Gründen. Ich glaube, einer ist erstickt und einer hat sich... Nee, verbrüht nicht. Verbrüht, das ist ja in Behandlung. Das ist noch alles gut. Deswegen bin ich hier dabei, zum Beispiel die ganzen Schutzanzugschmiede und Webstuhl sowas zu bauen. Hier baue ich auch gerade um. Das soll ein Ersatz sein für den, weil ich hier den Schlafsaal hinbauen möchte. Und so weiter und so fort. Also es ist eine Menge hier. Eine Menge zu tun. Ich muss mal eben kurz gucken. Okay, hier haben wir... Das war nämlich die Strategie. Hier vorne habe ich nämlich das Problem, dass sich nämlich eine verbrüht, eine kleine Duplikantin, weil... Weil hier aus irgendeinem Grund ist das hier nämlich schweinewarm drin. Deswegen habe ich mir gesagt, okay, ich werde hier mal so einen Keuchwurz reinpflanzen. Damit wir hier die wirklich heiße Luft, damit wir die hier mal wegfiltern. Ich will hoffen, dass es funktioniert. Weil ich wüsste sonst nicht, wo hier irgendwo eine Wärmequelle sein sollte. Deswegen mache ich das erstmal so. Da sind wir hier jetzt bei. Da sind wir bei. Ich habe, wie gesagt, viel auf dem Zettel. Ganz viel auf dem Zettel. Ich möchte die ganzen Eier, die möchte ich zum Beispiel ausbrüten. Also zum Beispiel hier dieses Hatchling-Ei, das möchte ich ausbrüten, damit wir dann hier wieder auf 6... Also wir brauchen letztendlich noch 2 Hatches noch dazu, dass wir hier 6 haben, hier oben 6 haben. Das sollte eigentlich passen. Ich glaube, hier sind wir mittlerweile 4... Haben wir hier 4 Tiere, hier haben wir 6 Tiere. Ja, da bin ich so momentan bei. Hier hatte ich jetzt das Problem, da haben sie sich verbrüht, weil sie sich das Material hier rausgezogen haben beim Kupfervulkan. Deswegen habe ich hier erstmal abschließen lassen, damit sie da gar nicht erst reingehen. Das haben wir momentan in Gange. Und ja gut, hier doppelt das so vor sich hin. Da bin ich auch noch nicht viel weiter. Hier können wir noch einen Umblick abwarten. Hier haben wir erstmal ja genug Wasser. Ich weiß gar nicht, da gehen die, glaube ich... Na, da gehen sie, glaube ich, noch ran. Das ist nicht das Problem. Wir haben aber momentan noch genug Wasser, genauso wie hier. Da habe ich in beiden Bottichen sozusagen, in beiden Wasserbasenks hatte ich... habe ich halt hier diese Handpumpen reingesetzt, damit sie sich da ein bisschen Wasser für Essen holen können. Essen sieht momentan ganz gut aus. Immunsystem ist okay. Stress ist momentan auch in Ordnung, aber wie gesagt, wir haben trotzdem Schweine viel zu tun und ich bin halt am Überlegen, wie wir das hier am günstigsten machen. Ich werde hier auch nochmal das kurz auf 9 setzen, weil das ist ja schnell eingepflanzt und ich möchte diesen Raum runtergekühlt haben, damit wir dann hier die Schutzanzüge bauen können, damit wir hier über den Webstuhl vielleicht auch Schutzklamotten gegen Hitze und sowas alles bauen können, weil das war ja auch mein Ansinn, dass man... die Leute hier dementsprechend mit kühlenden Klamotten ausrüstet, damit sie eben halt die ganze Wärme, die sie hier haben, zum Beispiel hier, oder eben halt hier unten, damit sie da so ein bisschen geschützt sind. Erstmal mit den einfachen Anzügen und dann sehe ich nachher zu, dass ich hier, wenn ich die Schutzanzüge schmieden kann, dass wir dann eben halt die Bereiche schaffen, die wir auch mit über Schutzanzug sichern können. Weil wenn wir nämlich dann die Schutzanzüge haben, das ist nämlich dann der nächste Punkt, kann ich zum Beispiel solche Biome wie hier zum Beispiel, den ganzen Schleim schön geschützt abbauen und dann können wir nämlich den ganzen Schmodder, den ganzen Schleim können wir hier schön ummünzen in Algen und dann haben wir nachher wieder weniger Algenprobleme. Das war eigentlich jetzt so mein Plan. Erstmal mein strategischer Plan. Und ob das natürlich so nachher zünden wird, das ist die Frage. Oh, guck mal hier, das ist gut. Da können wir uns mal kurz die Temperatur angucken. Ob der Keuchwurz es tatsächlich schafft, hier die Wärme rauszukriegen. Weil ich wüsste jetzt nicht,
was jetzt hier tatsächlich wärmen sollte. Das wüsste ich echt nicht. Also ich, keine Ahnung. Ich kann hier sonst mal graben, nochmal anweisen, dass sie an der, dass sie vielleicht von oben nochmal den Raum abschließen. Ich weiß nicht, ob der Keuchwurz das schafft. Ob der Keuchwurz tatsächlich hier die Temperatur von über 60 Grad. Ich will mal wissen, wo die Temperatur herkommt. 100 Grad. 120. Ich will mal wissen, wo das herkommt. Ich meine, gut, hier unten haben wir natürlich Temperatur. Aber ich meine, hallo, wir haben hier maximal 37 Grad. Also ich möchte mal wissen, wo hier die Temperatur herkommen soll. Deswegen möchte ich eben mal sehen, dass der Keuchwurz hier vielleicht die Raumtemperatur so ein bisschen runterzieht. Das war eigentlich so der Plan. So, das lassen wir erstmal so ein bisschen dümpeln. Mal gucken, sonst müssten wir tatsächlich das abbauen und hier müssten wir sonst halt einen anderen Plan fassen. Aber ich weiß auch nicht, ob hier Wasserstoff... Wasserstoff ist hier... Ich weiß nicht, was an der Stelle ist. Schutzanzug Schmiede zugewiesen, bla bla. Also wüsste ich jetzt nicht. Ich wüsste jetzt nicht, was die Hitze hier produzieren sollte. Schauen wir mal. Ich lasse das mal ein bisschen laufen und dann will ich hoffen, dass der Keuchwurz eben halt hier den Raum so weit abkühlt, dass wir hier drin vernünftig arbeiten können. Aber man hat es hier gerade gesehen. Es ist hier vorne schweinewarm. Hier haben wir 40 Grad. Müssen wir mal sehen, ob wir das irgendwie gewuppt kriegen. So, wir haben 9 Duplikanten. Ich gehe mal kurz gucken. Wir brauchten auf jeden Fall, weil einer verstorben war. Wir brauchen einen, der bedienen kann. Also einen, der Ingenieurswesen machen kann, bedienen kann. Ansonsten haben wir Koch. Das sieht momentan alles ganz gut aus. Wir haben eigentlich alle Stellen ganz gut besetzt. Hier müssen wir nochmal gucken, dass wir hier nochmal auf Landwirtschaft gehen. Ich will jetzt aber auch nicht alle jetzt hochpushen, könnte ich natürlich machen. Ich habe hier einen Architekten bauen, kann hoch, Laufbursche kann hoch. Alles nicht das Thema, aber die wollen natürlich alle auch ein bisschen mehr Essen haben und besseres Essen haben vor allem. Und das ist schon ein bisschen schwierig. So, wir brauchen Bedienen. Haben wir natürlich alles nicht. Versorgung, Kochen, Graben. Versorgen, Kochen, Kunst. Landwirtschaft. Doof. Alle abweisen, mache ich mal eiskalt. Also ich müsste ja eigentlich so gut wie alles oder viele Sachen so auf Priorität hochjagen. Es leidet natürlich immer drunter. Wenn ich Priorität gebe, dann leidet natürlich dann wieder das Essen drunter. Es ist schwierig. Es ist immer schwierig. Wie schaut das eigentlich hier aus? Achso, hier habe ich ja gesagt, Omelette auf Dauereinrichtung. Okay, das ist in Ordnung. Da können wir momentan nichts machen. Hier können wir momentan auch nichts machen. Da müssen wir uns auch nochmal hoch... Und auch nochmal um das hier kümmern. Das wollte ich auch nochmal so umbauen. Ich habe auch das Licht hier übrigens umgebaut auf die Lampen, dass wirklich die ganzen Pflanzen hier vernünftiges Licht kriegen. Und hier haben wir natürlich Temperaturbeleuchtung, weil sie das auch noch nicht fertig haben. Und wir haben die Körpertemperatur. Das heißt, wir müssen hier auch sehen, dass wir die Temperatur ein bisschen runterziehen. Da ist eben die Frage, ob wir den Raum mit dem Raum koppeln. Das könnte man natürlich tun. Ich werde mal eben kurz schauen. Ansonsten müssen wir das wieder auseinander friemeln. So, der pumpt da das Gas ab. Okay, wir können das sonst mal weiterführen. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Gut, wenn wir jetzt hier Luft rauspumpen, dann kann er hier die Luft durchziehen. Blablabla, das müsste eigentlich gehen. Müsste nur halt länger dauern mit dem Runterkühlen, weil natürlich, wenn er zwei Räume versorgen muss, dann... ist das Essig. So, ich wollte die relativ mittig ziehen. Ich würde mal sagen, dann machen wir einmal hier. Obwohl, weiß ich, wir machen das anders. Wir machen gleich hier so ein Ding. Und... wir machen hier mal das Ding und da mal das Ding. So, das mal weg. So. Machen wir was anders. Machen wir so. Isolierte Gasleitung. Schwupps, schwupps. Ziehen wir das hier lang. Hier runter. Da, guck mal, das bauen sie sofort, ne? Habe ich da irgendwie... Achso, hier habe ich Prio 9 vorgegeben. Alles klar, ich habe nichts gesagt. Wobei, ich habe hier eigentlich auch das Falsche. Das ist auch elend. So. Ich habe hier konkret das Falsche gebaut. Ich wollte hier so ein bisschen dekorationsmäßig auch gleich... schon was tun. Ziehen wir das nochmal darüber.
So. So, mal gucken, ob das fruchtet. Weil das ist natürlich so, da ist natürlich der Luftdurchsatz ein bisschen geringer, weil ist klar, weil er würde dann ja nicht mehr hier volle Lotte rein pumpen, sondern er würde natürlich hier ein bisschen was rausgeben und hier oben ein bisschen was rausgeben. Deswegen sage ich ja, es wird wahrscheinlich ein bisschen schwierig werden. Und vielleicht sollte man hier die Türen auch rausnehmen und tauschen gegen diese Luftschleusen. Ich glaube, das wäre hier oben angebrachter. Hier brauchen wir die Tür ja, weil er ja hier den Sauerstoff durchzieht. Wäre zumindest erstmal, glaube ich, klar so. Ja, also ihr seht, es ist wirklich schweineviel zu tun, wirklich richtig viel zu tun. Und hier haben wir auch schon gar keinen Schleim mehr. Hier haben wir noch für 100 Kilo Algen. Ja, deswegen brauchen wir unbedingt Schleim, aber ich möchte die auch nicht, ihr habt das ja selber immer in den Kommentaren gesagt, nicht immer durch den Schleim jagen, weil wie ihr seht es ja selber, 766.000 Keime, deswegen brauchen sie einen Schutzanzug. Für Schutzanzug brauchen sie wieder diesen Fertigungsraum und so weiter und so fort. Also wie gesagt, die brauchen wirklich alles, die brauchen wirklich alles. Das ist das momentan, das ist einfach momentan das Problem. Und diesen Raum brauche ich im Prinzip auch fertig ausgestattet, weil wenn wir diese Dornblüten nämlich anpflanzen können, dann können wir nämlich auch dafür dementsprechend die guten Sachen kochen. Ne, das brauchen wir auch. Wir brauchen die als Zutat. Wir brauchen die so zum Essen. Also das ist schon, das ist schon schwierig. So, Kühlschränke wollte ich in der Zwischenzeit bauen, weil ihr seht ja auch selber, hier haben wir die ganzen Mehlholzsamen, die hier rumliegen, ungekühlt, abgestanden. Da, das bringt es auch nicht. Da wollte ich nämlich auch schauen, dass wir hier, dafür ist der Generator wiederum da. Der Generator sollte hier nämlich, was ich so zwei, drei Kühlschränke bedienen, dass wir dort eben die ganzen Essenssachen, dass wir die dort lagern können, bevor sie verschimmeln. Ja, ich weiß, man kann natürlich auch solche Boxen hier in Chlorgas reinsetzen, damit die erstmal gekühlt werden oder nicht verschimmeln. Ja, das ist auch klar, aber es ist ja auch nur wieder nur für den Moment. Ja, das ist schwierig. So, wie schaut es hier aus? Hier ist es kühler geworden, wie es aussieht. Nee, nicht wirklich. Naja, gut, doch. Guck mal, es geht doch schon runter. Das waren vorher mal über 100 Grad. Jetzt sind wir so irgendwie bei 64, 65 so. Lassen wir das mal ein bisschen laufen. Vielleicht bringt das ja ein bisschen was. Vielleicht können wir da ein bisschen was tun. So, veredeltes Metall fehlt uns so ein bisschen. Dafür hatte ich hier ein Bett abgebaut, dass wir eben so ein Pharma, dass wir so eine Pharmakammer bauen können. Handdesinfizierer auch nicht schlecht. Von Duplikanten. Duplikanten verwenden den Handdesinfizierer, wenn sie in der gewählten Richtung vorbeigehen. Ja, gut. Auf sich tragen. Wenn sie Keime auf sich tragen, entfernen die meisten Keime. Einige Keime, die meisten Keime. Also sollten wir das tatsächlich hier oben auch hinbauen. Okay. Muss aber auch ständig aufgefüllt werden. Hm, naja. Dafür brauchen wir veredeltes Metall. Also quasi den Schmodder hier. Kolonie fehlen Professor. Ja, da muss man auch wieder... Wir haben so viel auf dem Plan. Das ist unglaublich. Also so viel auf dem Zettel. Hier liegt, warum liegt denn hier ein Ei rum? Wahrscheinlich sollte das abtransportiert werden und wurde dann wieder nichts. So, wir gucken uns einmal kurz an, ob das... Ja, hier ist natürlich das Problem. Wir müssen hier ein bisschen Luft, mehr Luft reinpumpen, sonst dann kriegen wir hier das Problem. Hier kriegen wir ein bisschen Temperatur. Also hier kriegen wir ein bisschen kühle Luft rein. Mal gucken, ob das fruchtet. Ja, die Temperatur geht ein bisschen runter. Man sieht das hier, 33,6, 33,7 geht allerdings auch wieder ein Stückchen nach oben. Also das dauert hier wirklich eine ganze Weile. Vielleicht sollten wir hier oben, haben wir hier noch einen zweiten Keuchwurz? Wahrscheinlich nicht, ne? Sonst hätte ich doch gesagt, lass uns noch einen Keuchwurz dahin bauen. Ja, hier unten garantiert, beziehungsweise hier haben wir noch einen, hier müssen wir uns wieder runtergraben. Das ist alles, dauert alles so lange, ist alles so ewig hier. Ach, wir haben hier so viele Baustellen, das ist unglaublich. So viele Baustellen, die Viecher werden auch nicht getötet. Wir brauchen deswegen auch mehr Duplikanten.
Wir brauchen halt mehr Leute, die die Arbeit erledigen. Es dauert aber auch alles ein bisschen länger. Guck mal, jetzt kriegen wir hier nämlich schon wieder das Problem. Ihr seht es selber. Luftwubbel, das ist nur Luftdruck. Das ist nur Luftdruck, Atmosphäre. Okay, das heißt, wir müssen den eigentlich ein bisschen beheizen, hätte ich fast gesagt. So ein bisschen mehr Algen geben. Hier, wir brauchen Algen. Wir brauchen Algen. Graben. So, da brauchen wir ein bisschen. Hier ist ja auch ein. Das, hier haben wir ja auch Algen, aber dann müssen wir uns hier erstmal runter rechts nach rechts buddeln. Hier runter buddeln. Also, das dauert mir alles zu lang. Ganz ehrlich. Das dauert mir alles einfach zu lange. Haben wir hier irgendwo Prio gesetzt? Ich muss mal eben kurz gucken. Da hatten wir Prio gesetzt. Weil wir hier ein bisschen Algen haben. Schleimalgen haben wir noch 225 Kilo. Elend. So, hier haben wir ein paar Algen. Da könnten wir ein bisschen was machen. Ja, wir müssen so ein bisschen abbauen hier. Das nützt ja alles nichts. Wir müssen. Wir müssen, sonst kommen wir hier nicht mehr klar. Das ist das Problem. Wir kommen hier sonst nicht klar. Das tut mir leid, aber es muss sein. Auch da müssen wir leider ein bisschen Prio raufhauen, sonst dauert das hier ewig. Ach, Mann, du. So, dann machen wir auch mal Prio 9. Da kommen sie, glaube ich, noch gerade ran zum Fräsen. Das wollte ich nämlich dann natürlich auch nochmal nach oben filtern. Ist jetzt nicht so dramatisch, weil wir hier genug Wasserreserven haben. Nasse Füße. Ja, dafür wollen die Schutzanzüge haben. Genau für so einen Scheiß. Aber hier haben wir ja auch noch nicht. 53, 60. Ich möchte auch mal wissen, warum die Temperatur so dermaßen schwankt an der Stelle. Ich meine, gut, wenn da jetzt ein heißes Gas an der Stelle gewesen ist, okay, in Ordnung. Aber dann müsste es sich ja auch runterkühlen lassen. Ich glaube, das wird nichts. Ich glaube, wir müssen die woanders hinbauen. Wisst ihr was, das machen wir jetzt auch mal eiskalt. Bevor wir jetzt noch lange rumdoktern. Wir werden den mal wieder entwurzeln. Dann setzen wir den nämlich hier vorne rein. Dass wir es hier ein bisschen kühler kriegen. Dann dass zumindest die Pflanzen hier wachsen. So, dann müssten wir nochmal entwurzeln. So, graben. Die hauen wir mal raus, weil hier möchte ich eben halt nur diese hier haben. Das ist relativ mittig. Da setzen wir mal rein Möbel. Möbel, zack. Das packen wir da rein. Dann packen wir uns noch so eine Pflanzenkiste hin. So, bitteschön. Umbauen müssen wir das eigentlich nachher später auch mal. Wie schaut es eigentlich aus mit der Temperatur? Das wäre jetzt gemäßigt. Na gut, wir haben hier auch schon 32 Grad. Also wenn wir hier unten nachher diese... wo haben wir sie? Nee, sanitär nicht. Hier haben wir sie, diese hydroponische Farm. Das will ich mir ja nachher hinbauen, weil die brauchen ja eh Wasser. So, die brauchen Wasser und ja, das wäre natürlich sinnvoller, die halt automatisch bewässern zu lassen, anstatt die von Duplikanten immer hier. Naja, gut, okay. Abbruch, dann brechen wir hier ab. So, dann brechen wir hier ab. Kann das sein? Moment. Moment. Guck mal hier, Kupfer, 84 Grad. Ah ne, Moment, haha, guck mal, was da drunter steht. Kupfer, veredeltes Metall, 400 Kilo, 554 Grad Celsius. Das ist das, was die Temperatur hier hochtreibt. 350 Grad. Das ist das Geschmolzene. Deswegen haben wir ein Problem. Deswegen, ah, natürlich, klar, logisch. Deswegen haben wir die Temperatur. Guck mal, hier haben wir 484 Grad Celsius beim Kupfervulkan. Dann müssen wir das nachher irgendwie gewuppt kriegen. Dass wir den Krempel irgendwie nach unten fallen lassen. Ich meine, geht ja eh nicht. Also, wir brauchen dafür sowieso wieder Schutzanzüge. Okay, das ist interessant. Das ist natürlich jetzt interessant. 350 Grad warm. Das ist das Problem. Also müssen wir letztendlich... brauchen wir doch wieder diesen Crusher.
Deswegen bringt der Raum nichts. Okay, verstehe. Da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht, ehrlich gesagt. Ich dachte, okay, wenn du hier beim Vulkan, gut, wenn du jetzt hier dieses Kupfer rausholst, dachte ich mir, okay, gut, dann ist es halt abgekühlt. Ne? Das ist, aber dass es natürlich schon noch eine gewisse Grundtemperatur hat, das ist natürlich klar. Und deswegen ist er klar, deswegen heizt er natürlich die Umgebung auf. Ja, macht Sinn. Das heißt, wir brauchen eigentlich so einen, doch noch so einen Sandcrusher, mit dem wir dann das Material, mit dem wir dann veredeltes Metall herstellen können. Okay, in Ordnung. Hier hatte ich übrigens mal kombiniert. Das ist kombiniert hier mit dem Strom, weil das teilweise nicht angelaufen ist. Weil die ja so viel zu tun hatten. Deswegen habe ich hier teilweise Stromkreise miteinander kombiniert. Das muss ich auch nochmal wie auseinanderfriemeln. So, wo bauen wir das denn mal hin? So, das macht natürlich da keinen Sinn. Sonst könnten wir den Crusher erstmal hier hinbauen. Dass wir erstmal ein bisschen... Ich glaube, das machen wir auch so. Dass wir den erstmal hier hinbauen. Wir können ihn ja später immer noch woanders hinsetzen. Und dann bedienen wir uns hier mit dem Strom. Wo hatten wir das? Veredeln? War das unter Veredeln? Ja, Steinzermaler. Den packen wir erstmal hier mit hin. Schwupp. Dann packen wir den da mit drauf. So, dann packen wir, machen wir uns hier noch den Raum erstmal zu. Zack. Und graben noch ein bisschen. So. Dann machen wir uns erstmal auf diese Art und Weise erstmal dieses veredelte Metall. Weil sonst wird das nix. Sonst wird das nix. So. Ersticke in was? Wo? Was? Halt. Da, dann machen wir gleich mal erstmal Alarm. Hier müssen wir rüber, ganz fix. Ziegel. 9 haben wir, okay. Wahrscheinlich reicht schon ein Block. Hoffentlich reicht das. Haben wir hier noch woanders 9? Nicht, dass wir hier uns da gleich totlaufen. Ich wollte schon sagen, haben sie sich hier schon rübergebuddelt, aber nee, das hatte ich schon früher markiert. Prior. Da hatte ich 8 draufgesetzt. Nicht wundern, das waren die Grabsteine. Da habe ich schon überall 9 drauf. Ne, das wollen wir ja nicht. Das können wir auch sonst auf 7 setzen, mal den ganzen Kram. So. So. Das machen wir alles mal auf 7. Den haben wir auf 9. Und auch mal auf 7 zurück. Das auf 8 kann ja bleiben. Wir haben ja momentan keine Leichen. Noch nicht. So. Priorität da ist ja wurscht. Okay, pass mal auf. Dann machen wir die auch mal alle auf 8, damit die nicht woanders hinlatschen. So. Hier haben wir zwar 9, da kommen sie aber eh nicht ran. Das laufen sie auch nicht an. So, wie viel hast du noch? So, da haben wir das. Wie viel hast du noch? So, komm. Kommt runter hier. Rabotti, Rabotti. Ich habe euch 9 gegeben. Nun kommt hier endlich mal runter. So, und du, bau hier gefälligst was. Nee, warte mal. Wir machen das an. Halt! Machen das anders. Graben, Prio 9. Da soll sie das weggraben. Dann kann sie wenigstens hier runterhobbeln und dann hoch. Pflanzen sind gestorben. Na! Das ist doch nicht wahr, Mensch. Ein Scheiß ist das. Mann, nur immer so ein Mist. Ja, toll. Pflanzen sind gestorben. 3. Mehlholz ist klar, weil die jetzt ausgebuddelt worden sind. Ja, schön. So, da haben wir das. So ein Scheiß, ey. Mann, 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 Mann. Was haben wir hier? Temperatur, Atmosphäre. Weil wir hier, wir brauchen hier Sauerstoff. Pflanzen sind gestorben. Ja, ich weiß es doch so langsam. Mann, ey. Und schon wieder Minenarbeiter tot. Ach. So, Scheiß. So, jetzt geht hier, sollte eigentlich hier die Temperatur runtergehen. Jetzt haben wir hier wieder Druck, oder was ist da?
Druck auf der Leitung. So, jetzt müsste hier eigentlich so langsam alles gut werden. Beleuchtung. Ach, Beleuchtung müssen wir ja auch noch wieder. Obwohl, warte mal, ich guck mal eben. Ja, ich werde mal da jetzt die Beleuchtung komplettieren. Warum ist das da mit drauf? Ich dachte, das wäre hier oben mit drauf. Da ist nur das drauf. Alle, ach so, alles klar. Das ist da mit drauf. Das ist da mit drauf. Da mit drauf. Hier brauchen wir das. Mhm. Okay. Ja, trotzdem müssen wir auch hier Priorität machen wir mal auf 7. Strom. Was hat er auch gemacht? Okay, alles klar. Oh Mann, ey. Da. Minenarbeiter, sagte ich. Ne? Minen oder bedienen. Haben wir natürlich nicht, ist klar. Versorgung, Forschung, Viehfarm, Versorgung. Hm. Gut, wir könnten natürlich auch irgendeinen anderen Duplikanten dafür nehmen, aber die haben ja natürlich hier, steht ja selber auch ein 50% Bonus auf Lernen. Das möchte ich eigentlich nicht so gerne verschenken. Also wenn ich die Möglichkeit habe. Ja, ein Mist. Immer so ein Scheiß. Immer so ein Mist, den ich hier zurecht baue. Jetzt haben sie natürlich schön alles fertig, ist klar. Gold, Amalgam. So, Schleimlunge ist natürlich das jetzt Problem. Warte mal kurz. Wo gehen sie eigentlich lang? Sie könnten einmal da hochgehen. Und einmal da hochgehen. Da haben sie allerdings den Waschzuber. Könnte das natürlich auch unterbinden. Dann laufen sie da lang. Dass wir hier vorne zumachen. Dann laufen sie nicht da durch. Dann laufen sie hier durch und dann machen wir hier sonst noch so ein Desinfizierer-Ding hin. Heilige Mutter. So. Oder können wir den... Ne, hier kriegen wir den nicht hingebaut. Schade eigentlich. Da, wo gehen die denn da lang? Die können ja gar nicht da lang. Da kommen sie gar nicht hoch. Hier kommen sie ja gar nicht hochgesprungen. Da kommen sie ja gar nicht hoch. Die müssen ja hier lang. Das heißt, sie müssen sich die Hände waschen. Okay. Können wir ja sonst beobachten. Mal gucken. So, jetzt mal gucken, wo sie längs latscht. Rechts rum. So, müssen sie sich eigentlich hier waschen. So, alles klar. Da wäscht sie sich die Pfoten. Alles gut. Dass wir zumindest da so ein bisschen was machen. Ach, Leute. So, wie geht's hier mit der Temperatur? Geht die langsam runter? 31 Grad. Die Temperatur schwankt da natürlich ordentlich, weil wir hier wahrscheinlich viel rüberkriegen. Guck mal hier, veredeltes Metall, ja. Sinkt hier die Temperatur eigentlich von dem Ding? Ganz leicht. Ganz leicht. So langsam kühlt das ab. Ja, das ist schön. 536 Grad. Naja, so langsam geht das runter. Also hat wahrscheinlich... Das Ding bringt schon ein bisschen was. Und das ist halt heißes Metall, was dann halt irgendwann mal auskühlt. Ja, es ist schwierig. Es ist schwierig, wieder sind ein paar Zänken wieder von mir mit eingebaut, aber sonst wäre es ja auch langweilig. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann. So, haben wir hier eigentlich noch genug Hedges? Da haben wir noch 4 Tiere, dann haben wir immer noch 6 Tiere, das ist gut. Hier haben wir erstmal Wasser, das ist auch in Ordnung. Das kann eigentlich auch schon ab hier unten. Stromkabel. Naja, gut, das kann komplett ab. Brauchen wir nicht. Das kann komplett ab. Das brauchen wir auch nicht. Aber wir brauchen noch Algen. 30 Kilo Algenschleim haben wir 468 Kilo. Der hat ein bisschen produziert. Wir brauchen Schleim. Wir brauchen Schleim. Wir brauchen Anzüge. Oder wir bauen das hier unten hin. Mit den Anzügen. Ich glaube, das machen wir auch. Wir bauen hier unten die Anzüge hin. Hier bauen wir die Fertigung rein.
Das können wir ja so tun erstmal. Dann bauen wir das nämlich hier. Das muss ja nicht alles in sich abgeschlossen sein. Machen wir das so. Stationen hatten wir gesagt. Einmal den Webstuhl. Den setzen wir hier hin. Und dann setzen wir noch die Schutzanzugschmiede hier vorne hin. Aber dafür brauchen wir veredeltes Metall. Ja, das ist natürlich... Ich hatte das hier Priorität. Kolonie für... ist okay. Kommen wir da eigentlich ran? Hier kommen wir, glaube ich, ran, ne? Ich gebe... Ja, ich weiß. Ich gebe hier mal die Priorität rein. Weil dann können sie sonst erstmal... Sonst erstmal hier ein bisschen arbeiten. Den werde ich auch mal abschließen hier. Den Raum. Abschließen, Prio 9. Ja, ich weiß, Prio 9. Aber dann können wir das erstmal abschließen, bis das Metall hier so einigermaßen abgekühlt ist. Geht ja ganz langsam, geht das ja nach unten. So, zack, da können sie da wenigstens nicht ran. Wird da auch eine Prio... Oh Gott, oh Gott. Da haben wir... warte mal, dann machen wir das mal anders. Machen das mal anders. Zack. Machen wir mal Prio 7. Muss ja auch nicht mal alles hier Prio 9 sein. Wie schaut es hier aus? Körpertemperatur... sinkt ein bisschen, schwankt so ein bisschen. Beleuchtung fehlt jetzt hauptsächlich. Und so sind die Pflanzen wahrscheinlich auch schon wieder ein bisschen mehr wachsen. Oh. Ja, also ihr seht, eine ganze Menge zu tun. Eine ganze Menge zu tun. Und nicht nur das, sondern auch eine ganze, nicht nur eine ganze Menge Baustellen, sondern halt auch einige Zinken, die ich mir mal wieder selber reingebaut habe. Aber okay, da lernt man ja früher oder später, na, ich vielleicht wahrscheinlich nicht so schnell, aber da lerne ich irgendwann auch nochmal draus, dass man das ein oder andere mal beherzigt. Es ist halt eben, das ist halt eben so. Es gibt da auch zig Möglichkeiten, das zu spielen, das Thema. Ja. Nun ja, gut, okay. So nach und nach werden wir uns hier mal durchbuddeln. Die Werte sehen ja an sich noch nicht so schlecht aus. Wir haben noch genug zu essen. Das Immunsystem sieht ganz gut aus momentan. Höchster Stress ist 9%. Ich glaube, da können wir momentan noch leben. Ja, wir müssen halt ein bisschen mehr auf unsere Duplikanten aufpassen. Hier noch ein bisschen mehr tun. Überall so auf so Kleinigkeiten achten und dann echt mal sehen, dass wir das mit den Klamotten irgendwo hinkriegen. Weil wenn wir erstmal die Klamotten haben, dann können wir auch hier überall rumwildern. Das wäre dann vielleicht auch gar nicht so verkehrt. Gerade so in diesen Bereichen hier. Oder natürlich dann auch in diesen Bereichen. Also da müssen wir nachher auch sehen, dass wir irgendwelche Klamotten nachher fertigen, dass sie sich dann verbrühen. Ich weiß natürlich nicht, ob die ganz normalen Klamotten, die wir hier herstellen, in diesem Webstuhl, ob die wirklich reichen und wirklich vor der Wahnsinnshitze schützen. Weil ich meine, Vulkan... Das ist schon ein bisschen schwierig. Nun gut, lange Rede, kurzer Sinn. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Oxygen Not Included wieder. Macht es gut, bis dann. Tschüss.